Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, diese Woche Pikmin-Woche. Die Animation, die habe ich endlich bekommen. Beim letzten Mal haben wir in das Spiel reingeschaut. Und ich musste da schon sagen, dass mich das Spiel schon wieder fasziniert. Also, dass ich jetzt schon Bock habe, das Spiel durchzusuchen wie sonst was. Ja, ich habe ja gerade erwähnt, ne, dass die Animation endlich fertig ist. Ich habe die Outro-Animation jetzt endlich, also vollständig. Die seht ihr am Ende des Videos, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, es ist eine richtig, richtig gute Animation geworden. Also da großes Lob an den Zeichner. Der hat sich Mühe gegeben, der hatte sogar eigene Einfälle, was eins der Pikmin macht. Also, ja. Bis ihr da Bescheid wisst. Der Zeichner ist übrigens in der Beschreibung verlinkt. So, ich habe mich auf die andere Seite gesetzt, also ich sitze jetzt auf der rechten Seite statt auf der linken. Damit ich die Hauptmission nicht überdecke, also den Text davon, damit ihr den lesen könnt. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter. Otschin hatte beim letzten Mal etwas entdeckt. Da ist die Sackgosse. Ja, Colin, versuchen wir es. Da sind Fieslinge. Wir haben sie hier gefunden. Ich kann kaum glauben, dass wir sie ausgerechnet hier gefunden haben. Hör zu, das da drüben ist die Anführerin der Rettungscrew. Bemühe dich um einen guten Eindruck, Shining. Viele Vorfahren der Chefin waren auch Anführer, also. Das ist nicht der richtige Moment für eine Geschichtslektion. Schnell, tut was! Sie wird gerade von den Viechern begattet. Attacke! Los, Otschin! Angriff! Die Schnecken, die verpuffen einfach. Puh, jetzt können wir uns etwas entspannen. Chefin, wir haben uns um die Kreaturen hier unten gekümmert. Du kannst wieder runterkommen. Das war kein Moment zu früh. Vom langen Fest hätten sie meine Arme schon ganz taub. Jetzt schön langsam. Ich glaube, das war nicht langsam. Wie geht es dir, Colin? Bist du unverletzt? Das Gleiche sollte ich dich fragen. Ich bin jedenfalls froh zu sehen, dass dir nichts passiert ist. Und wen haben wir hier? Ah, wir haben uns doch beim Training getroffen. Um mich erneut vorzustellen, Anführerin Shepard. Was ist der etwa Otschin, dem wir für gegeben, diese Kreaturen anzugreifen, Shining? Eigentlich hört Otschin doch nur auf meine Befehle. Tja, da hat sich das ganze Training wohl ausgezahlt. Weißt du, als ich dich das erste Mal beim Training sah, hatte ich das Gefühl, dass du gut im Umgang mit Hunden bist. Shepard. Heimatplanet Ginja. Hättest du Mitglied der 99. Generation. Ist von Rettungshunden begeistert, seit sie als Kind von einem getrennt wurde. Von einem gerettet wurde. Jetzt müssen wir nur noch die vier anderen Mitglieder finden, ne? Wir haben die Anführerin der Rettungscrew, Shepard, gefunden. Mit ihr an unserer Seite können wir wieder Hoffnung schöpfen, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. Ich möchte nicht unterbrechen, Chefin, aber wie hat es dich eigentlich hierhin verschlagen? Als ich die Umgebung erkundete, fand ich ein seltsames Loch. Ich sah hinunter, verlor das Gleichgewicht und fiel hinein. Auf der Suche nach einem Ausgang bin ich in der Höhle umhergeirrt, bis ich auf diese ekelhaften, schleimigen Kreaturen traf. Moment mal, bist du in das Loch gefallen, das sich in der Nähe der Shepard befindet? Wir sollten die Höhle durchqueren, um genau dieses Loch zu erreichen. Warum stehen wir dann noch hier?
Gehen wir zu Shepard zurück. Verstanden. Stimmt etwas nicht, Shining? Du hast ja gar nichts gesagt. Shining. Wenn wir etwas bestätigen, sagen wir bei der Rettungskuh verstanden. Lass es uns mal zusammen probieren, ja? Verstanden. Sehr schön. Die perfekte Antwort. Noch ein Tipp. Sieh dir die Shepard-Dokumente an. Sie enthalten wichtige Informationen für unsere Arbeit. Okay. Hier findest du Ratschläge von Anführern aus Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Wissen und ihre Weisheit sollte dich leiten. Okay. Du kannst über dein Tablet auf sie zugreifen, wann immer du sie brauchst. Nutze sie also gut bei deiner Arbeit. Da du dich mit Ocean so gut verstehst, erkläre ich euch offiziell zu Partnern. Ich werde ein Auge auf euch beide haben, um zu sehen, wie du dich im Umgang mit einem Rettungshund so machst. Kriegst du das denn schon kaputt? Der Große konnte das ja kaputt machen. Attacke Ocean! Danke. Ich find's lustig, wie die laufen. Da, dort bin ich runtergefallen. Oh, zum Glück hast du einen Sturz aus der Höhe überlebt. Aber wie kommen wir da nur wieder rauf? Da ist etwas unter dem Licht. Ich würde sagen, Frage beantwortet. Hör mal, Shining. Sei bitte vorsichtiger im Umgang mit unbekannten Mechanismen. Du solltest sie nicht einfach so berühren. Da kann ich nur zustimmen. Obwohl es in diesem Fall dazu geführt hat, dass wir die Höhle verlassen konnten. Gut, Chefin. Ich habe die Flagge der Rettungskuh aufgestellt, ganz offiziell. Und jetzt der Bericht zur Höhlenerkundung. Wir haben eine Person gefunden, Grete. Bei unserer Suche trafen wir auf keine weiteren Individuen. Danke für den Bericht. Dann erkläre ich die Erkundung dieser Höhle für beendet. Diese Erfahrung war eine gute Vorbereitung auf das, was uns noch erwartet. Von unserem Handeln hängt ein Leben ab. Doch ich muss sagen, das war gute Arbeit heute. Ich bin sehr zufrieden mit euch, Shining und Ocean. Dass es die Chefin selbst war, die gerettet werden musste, bleibt dann wohl unerwähnt. Colin, du wirkst irgendwie anders als sonst. Hast du vielleicht eine neue Frisur? Nein, eigentlich nicht. Aber ich war ziemlich beschäftigt damit, nun ja, am Leben zu bleiben. Ja, verstehe. Und es freut mich wirklich, dass es dir gut geht. Ah, da ist sie ja, die Shepard. Kann es sein, dass sich von allen die Farbe angepasst hat an meine Farbe? Weil in dem Trailer, die ich gesehen habe, waren die Anzüge von denen rot und auch das Schiff war rot. Kommt da etwa Rauch aus der Shepard? Das werde ich mir gleich einmal ansehen. Hoffentlich waren das nicht meine letzten Worte. Statusbericht. Ich habe das Schiffsinnere untersucht und festgestellt, dass sich die Triebwerke überhitzt haben. Das Raumschiff stand ganz kurz vor einem Totalschaden. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ist es zu reparieren? Ja. Ich habe eine Notfallabschaltung eingeleitet und jetzt ist alles stabil. Die Triebwerke lassen sich zum Glück reparieren. Allerdings wurden die Energievorräte der Shepard vollständig geleert. Also haben wir keine Möglichkeit, diesen Planeten zu verlassen oder nach Captain Olima zu suchen? Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, in Captain Olimas Logbuch etwas gelesen zu haben, das uns alle retten könnte. Ah, hier ist es. Seht euch das mal an.
Nach eingehender Untersuchung der glitzernden Objekte auf diesem Planeten kam ich zu dem Schluss, dass sie Glycerium enthalten müssen. Es ist sehr spannend, dass man hier Schätze finden kann. Doch die Suche nach den Dolphin-Teilen muss Priorität haben. Dieser Logbucheintrag ist eindeutig. Aus den glitzernden Objekten, die wir auf diesem Planeten finden, lässt sich Glycerium gewinnen und in Energie umwandeln. Wenn man damit die Schöpfer reparieren kann, sind die Objekte, die das Zeug enthalten, ja wahre Schätze. Ich bin da noch skeptisch. Aber so wie die Lage ist, haben wir auch nichts zu verlieren. Vielleicht sind diese Schätze unsere einzige Chance. Wir haben also eine neue Mission. Finden und sammeln wir so viele glänzende Objekte wie möglich. Verstanden. Wir können die auf diesem Planeten befindlichen glitzernden Objekte als Energiequelle nutzen. Sammle so viele von ihnen wie möglich, damit die Shepard wieder Energie hat. Wenn es uns gelingt, Schätze zu finden, brauchen wir auch eine Möglichkeit, sie zu transportieren. Es könnte die Beagle übernehmen. Aber die ist irre weit weg. Jetzt müssen wir nur noch einen guten Platz finden, an dem sie landen kann. Wie wäre es dort drüben? Ja, sieht gut aus, der Landeplatz. Die Steine leuchten. Vielleicht ist das ja eine natürliche Steinformation. Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht. Jedenfalls ist es der perfekte Ort für eine Basis. Bring die Beagle gleich her. Und da ist sie. Die Beagle hat den neuen Standort erreicht. Gut, damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Und jetzt gehen wir auf Schatzsuche. Im Übrigen, was die Animation angeht, in der Animation ist das Schiff rot. Weil ich das auch vom Trailer her so rot gesehen habe. Ich werde den Animateur jetzt nicht nochmal bitten, das umzuändern, dass es jetzt blau ist, weil der hat sich schon genügend Arbeit gemacht, finde ich. Man muss es ja nicht übertreiben. Ist es das, wonach wir gesucht haben? Ja, das muss einfach ein Schatz sein. Sieht nur, wie er glänzt. Sehen wir doch mal auf dem Tablet nach, ob wir eine Energiesignatur von ihm empfangen. Drück einfach Plus, um die Karte zu öffnen. Glycerium-Gehalt bestätigt. Das Symbol im Stern in der Mitte steht für einen Schatz. Und nun dann kannst du auf der Karte nachsehen, ob sich Schätze in der Umgebung befinden. Aber wahrscheinlich auch nur da, wo ich schon war, ne? Einfach mal eben kurz durchgehen, dass wir diese neue Dinger nicht durchgehend hier überall stehen haben. Sehr gut. Ich hoffe, dass unsere Mission von nun an auch weiterhin so gut läuft. Aber, wie sollen wir diesen Schatz denn eigentlich transportieren? Das kann ja Otsche machen, oder? Ich habe die Taste zum Fokussieren gefunden. Grab, kleiner Hund, Grab! Er hat eine Stärke von 3. Das machst du gut, mein kleiner Hund. Ein kleiner bester Freund. Dieser Schatz ist ja riesig. Wie können wir etwas mit diesen Dimensionen im Schiff lagern? Im Beagle nutzt eine besondere Art Licht, Objekte beim Einsammeln zu miniaturisieren. Da sollte das kein Problem sein. Ich werde den Schatz gleich mit den Sensoren der Beagle untersuchen. Hoffentlich enthält er die Energie, die wir brauchen. Pünktlich hatte das Ding. Aha, Energiegehalt bestätigt. Wenn wir noch 250 weitere Einheiten Glycerium sammeln, hätte die Shepard wieder Energie. Aber die Shepard verwendet doch eher konventionellen Treibstoff als Energiequelle. Es sollte Möglichkeiten sein, sie ausschließlich mit Glycerium fliegen zu lassen. Wir werden dabei aber wohl etwas durchgeschüttelt. Doch bis das möglich ist, brauchen wir noch sehr viel mehr Glycerium. Dann sollten wir das Gebiet nach weiteren Schätzen absuchen.
Oh, die Gabel wird da oben angezeigt. Ah, es, und es gibt oft mal eine Anzeige dafür, wie viele Schätze es im Gebiet gibt. Ja! Die erste Zwiebel. Was ist denn das? Ob das ein Schatz ist? Los, Atschen! Ich brauche Freunde! Oh. Das ist nicht eine Pikmin-Zwiebel? Frag einfach mal, mein kleiner Kumpel. Ja, erstes Pikmin. Wie immer fängt man mit dem Roten an. Unglaublich, das Ding hat sich von allein bewegt. Ich glaube nicht, dass es sich um einen Schatz handelt. Aber was könnte es dann sein? Es sieht ja ein bisschen wie eine Pflanze aus. Ob es das war, worüber Captain Rolliman in seinem Logbuch geschrieben hat? Er spricht davon einer Zwiebel. Wenn das hier eine Zwiebel ist, dann könnte dieser Keim... Ach, ich habe jetzt vergessen, die Frauenstimme. Hallo. Guck die noch an. Ja, das könnte ein Pikmin sein. Captain Olimas Logbuch zufolge handelt sich bei ihnen um freundliche und hilfsbereite Geschöpfe. Ja, in dem Fall könnten sie uns vielleicht beim Erkunden und bei der Suche nach Schätzen helfen. Seht nur, Oshun freundet sich schon mit dem Pikmin an. Das soll sich auch vorstellen, Shiny. Und Chefin, willst du noch länger so da rumstehen? Ihr seht jetzt nicht, wie viele ich in der Anzahl habe, so rechts. Aber das ist ja nicht weiter wichtig. Hauptsache, ihr seht die Mission. Also, wie gesagt, ihr seht das nicht. Ich zeige euch das gleich. Und zwei weitere Pikmin. Unglaublich! Noch mehr Keime! Dieses rote, samenähnliche Objekt ist wohl ein Knopf, wenn er zur Zwiebel gebracht wird. Entstehen daraus weitere Pikmin. Welch rätselhafte Lebensform! Also, ja, hier. Ihr seht das, wie gesagt, nicht, weil mein Avatar drüber ist, aber ich entdecke lieber diese Anzeige, weil man ja sowieso sieht, wie viele Pigments ich habe, sobald ich auf die raufscroll. Aber da sieht man die Maximalanzahl an Pigments offenbar. So, wir haben unsere ersten Freunde gefunden. So. Komm, hilf den doch mal. Ohne Säcke. Ja, wir haben jetzt schon 9 kleine Freunde. Was machst du da mal? Da brauche ich Otschin. Aber da brauche ich die Pigments. So, trag mal runter. Es gab auch eine Taste, womit man alle sprinten lassen konnte bei dem alten Pigment. Die Taste suche ich gerade. Einmal gibt es sie hier nicht. Genau, hilft da auch mal beim Ziehen. Au, rück, au, rück, au, rück. Eine Klingel. Schulklingel.
Oder eine Fahrradklingel. Und dann damit. Ja, wir haben ein Game Boy Advance gefunden. Das war knapp, viel zu knapp. Da brauche ich sogar die maximale Anzahl an Pigments, die ich hier sammeln kann. Hilft mal alle beim Tragen. Haben damit wahrscheinlich genügend. Hurra! Ihr zwei seid ein fantastisches Team, Shining und Otchen. Verstanden. Das war perfekt. Obwohl es nicht ganz die richtige Gelegenheit für ein Verstanden war. Aber ich sehe, dass du die Mühe gibst. Pigmen sind gut darin, Anweisungen zu folgen. Sie verhalten sich fast wie kleine Rettungshunde. Jetzt sollten wir die Energie aus den Schätzen extrahieren können. Mach dich gleich ans Werk, Colin. Und es wurde Nacht. Bald haben wir die Energie aus den Schätzen extrahiert. Sie wird dann direkt zur Shepard geleitet. Guckt, ist er ja. Wir haben ein Gameboy, eine Klingel und eine Gabel. Die wertvollsten Schätze aller Zeiten. Ja, die Shepard hat wieder Energie. Die Shepard verfügt dank des aus den Schätzen extrahierten Glyceums wieder über Energie. Hello, hello. Wir haben es geschafft. Die Systeme des Schiffs haben wieder Energie. Zerreißt sie noch nicht, um damit zu fliegen. Doch jetzt können wir mit dem Radar nach unseren Kollegen suchen. Sehr gut, Colin. Starte gleich das Radar. Vielleicht fangen wir ja schon direkt ein Signal auf. Es gibt sogar gleich mehrere SOS-Signale. Die könnten von den vermissten Rettungscrew-Mitgliedern stammen oder sogar von Captain Olima. No. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Retten wir sie. Zwei Leute gerettet. Prinzessinnen-Speer. Wegbereite, anregende Klapptafel. Ist immer interessant, wie die Sachen hier genannt werden. Das ist ja interessant. Das Schiff gibt automatisch Namen für die Objekte. Auf unseren Missionen treffen wir öfter mal auf unbekannte Objekte. Daher habe ich eine Evaluierungs-KI installieren lassen. Ein berühmter Gutachter hat bei ihrer Programmierung mitgearbeitet. Das Ganze funktioniert besser als gedacht. Prima. Ja schon, aber ein Reserve-Energie-Generator hätte uns mehr genutzt. Er hat nicht Unrecht. Als ich Rauch aus der Shepard aufsteigen sah, war ich ziemlich besorgt. Ich wusste nicht, wie das ausgeht. Zum Glück konnten wir einige Reparaturen vornehmen. Wir mussten für eine Weile auf jeden Komfort verzichten. Und es geht nichts über eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit. Und du bist dir sicher, dass wir genug Notfallrationen haben, Colin? Schließlich wissen wir noch nicht, wie lange wir auf diesem Planeten festsitzen. Ich habe unsere Vorräte dreimal gezählt, aber ich sehe lieber nochmal nach. Gut, morgen geht es ans Erkunden. Daher sollte sich Otchen gut ausruhen und du dich natürlich auch scheinen. Und vergesst nicht, euch mit euren Missionen vertraut zu machen, bevor ihr schlafen geht. Okay. Rettungsmission Tag 2.
Haben. Gut, das werden dann wohl alle. Diese Strategiebesprechung ist hiermit eröffnet. Verstanden. Ich fasse mal die aktuelle Lage zusammen. Gestern wurden zwei Rettungscrew-Mitglieder und ein Rettungshund gefunden. Das alles dank Shiny. Der Verbleib von vier weiteren Kollegen ist allerdings unbekannt und die Shepard ist noch nicht einsatzbereit. Ich würde also sagen, dass wir bei unserer Hauptmission Captain Olimas Rettung auf einige Hindernisse gestoßen sind. Unsere oberste Priorität ist die Suche nach unseren vier Kollegen. Shining, Otchin, fliegt in das Gebiet, aus dem unser Radar die Signale empfangen hat und findet die vermissten Rettungskrew-Mitglieder. Colin und ich bleiben beim Schiff. Wir werden euch von hier aus mit Informationen unterstützen. Keine Sorge, über die Drahtlosverbindung der Shepard können wir jederzeit miteinander kommunizieren. Normalerweise würde ich einem Neuling nicht so viel Verantwortung zumuten, doch ich habe gesehen, was du leisten kannst. Außerdem steht ja auch Otchin zur Seite. Ihr zwei seid ein tolles Team. Chefin, was wird denn jetzt aus der Suche nach Captain Olima? Sollen wir sie ganz offiziell auch später verschieben? Nein, vielleicht finden wir ihn ja, während wir nach den anderen Rettungsgruppenmitgliedern suchen. Ich werde diese Mission weiter jetzt aktiv führen, nur für den Fall. Gut, dann erkläre ich diese Strategiebesprechung hiermit für beendet. Verstanden! Captain Olima ist auf einem unerforschten Planeten gestartet. Mach ihn ausfindig, während du nach den vermissten Mitgliedern der Rettungskrew suchst. Okay. Ich würde sagen, das machen wir aber nicht mehr heute. Oh, der Status, der aktualisiert sich. Das ist nicht Status. Ach, wie viele ich verloren habe, was ich gefunden habe. Ich komme später zu dir. Ja, Leute. Ich würde an der Stelle sagen, ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Ich glaube, 30 Minuten ist so die Maximalgrenze, die ich mir bei Pikmin setze, was ich hier an Aufnahme habe. Ich gucke, dass ich ein bisschen was rausschneide, wenn ich zum Beispiel nur diese Knöpfe sammle. In Zukunft. Also heute noch nicht, aber in Zukunft. Wenn ich wichtige Objekte sammle, natürlich bleibt das komplett drin. Vielleicht, wenn der Nachhauseweg ein bisschen länger ist, vielleicht nicht. Jedenfalls, wenn es euch heute gefallen hat, den nächsten Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!